Okay. So, hier am Einstieg vom Termine 24 in Castiglione, Trail Area oder Petriccio Trail Area. Ja. Ein schöner Trail. Oh, gleich mal loslegen. Platten an hinten. Nö, alles okay, aber die Kette ist runtergeflogen. Das ist natürlich scheiße. Früher oder später dann zum Verhängnis geworden. Ja, also ich finde, das hier ist einer der besseren Trails. Ich fahre später noch den Natalino und den Petriccio DH. Die sind auch nicht schlecht. Aber insgesamt gibt es jetzt hier an diesem Hügel 4 verschiedene Trails. Und die sind alle recht anspruchsvoll, muss man auch sagen. Also für Anfänger eher nicht so. Viel loses Zeug hier rumlegen. Große Steine, total trocken. Und ja, wie gesagt, für Anfänger eher nicht so. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich fahre ja momentan auch eher wie ein Anfänger. Ich nehme es so. Diesmal war. Oh, scheiße, Kette wieder runter. Fuck. Das nervt irgendwie. Das ist jetzt nervig. Unten kommen ganz unten eine kleine Jumpline mit ein paar Sprüngen und auf diesem Zawara-Land oder wie der heißt, Trail, der ist auch nochmal anspruchsvoller, da sind auch ein paar größere Sprünge, aber alleine fahre ich die nicht. Aber wenn dann doch was passiert, dann liegt man erstmal blöd da. Hi. Okay. Täuscht aber. Ja, ist alles gut. Ist nichts los. Weiter geht's.
sehr, sehr trocken. Und sowas muss man sich erstmal wieder auch gewöhnen sein. Ich weiß, was im Gesicht wischen. Schon ein bisschen aufpassen, weil sonst kann es hier unter Umständen einem die Felgen zerdellen. Weil hier sind doch schon arg große Steine. Und lose Steine. Alles loses Zeug hier. So, jetzt kommen wir zu dem flacheren Teil und quasi der Mini-Jumpline. Mal was trinken. Hier kommt ein kleiner Double. Muss man gleich aufpassen, ich bin dann geradeaus gefahren, aber ich gehe mal links. Runter. Hoch. So. Und jetzt kommt da vorne auch noch mal ein kleiner Sprung. So. Da vorne ist dann quasi so ein Boner-Log, nicht zu weit springen. Sonst also fliegt man hier aus der Kurve. Nochmal ein kleiner Cable und ein Kicker und das war's dann. Ja, da geht's nicht weiter. Ist alles zugewachsen und wieder zurück rauf. Und dann noch den Natalino und den Petrucci. Ja.